Also wenn ich mich selber frage, was ist richtig, was falsch, da ist für mich natürlich Jesus eine ganz große Richtschnur. Und er hat einen genialen Satz gesagt, nämlich auf den Angriff der Gesetzeshüter. Sie haben ihn angegriffen, dass er heilt, obwohl es verboten ist am Sabbat. Also damals war auch schon die Meinung, dass Helfen das falsche Signal ist. Und er antwortet mit einem genialen Satz, der eigentlich alles sagt. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Gesetze sind für den Menschen da und nicht der Mensch für Gesetze. Und ich denke mir, das ist der schwierige Weg, aber das ist ein Grundsatz, den sollte man behandeln wie eine gute Seife. Möglichst oft anwenden. Dann muss ich mich, jetzt wie im Beispiel der letzten Abschiebungen, der Diener gegenüber sitzen und ihr in die Augen schauen und sie fragen, welche Träume sie hat, welche Zukunftspläne. Und wenn ich dann immer noch der Meinung bin, ich möchte das zerstören, dann muss ich es tun. Aber es ist für mich nicht verständlich. Mein Name ist Schwester Noburga Maringele. Ich bin Tertiärschwester des heiligen Franziskus und wir sind hier in unserem Provinzhaus in Hall. Courage, Mut zur Menschlichkeit.